Und ich halte schon das letzte Los dieser ersten Hälfte in der Hand. Und wir kommen zu einem jungen Mann aus Berlin. Ja, für manche ist das jetzt ein Déjà-vu. Aber da sollen mehrere Leute herkommen, wurde ja heute auch schon angesprochen. Jetzt sind zwei am Tisch zusammengezuckt. Wer wird es wohl werden? Es ist ein bekannter Moderator von verschiedensten Slams in Berlin, unter anderem den Tempel-Slam. Da gibt es mehrere. Auch das soll so sein. Ich kann es mir kaum vorstellen. Wir freuen uns unglaublich auf seinen Auftritt. Macht bitte Lärm für Max Gebhardt! Max Gebhardt! Peace. Haha. Na? Gute Laune? Wow. Richtig Eskalationshühnchen hier. Eskalationshühnchen, Bock, 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 Bock. Wird ein guter Auftritt. Mein Text heißt Das Hörspielcasting und klingt wie folgt. Da ist ein Raum, nicht allzu nah und auch nicht allzu fern. Gut abgeschirmt von Stadt und Volk und all dem anderen Lärm durch glasfaserbewollte Wand und sonstige Spielereien. Was stehen wir hier draußen rum? Kommt, schauen wir hinein. Hier zerstört man Träume und hin und wieder Leben mit. Vorsicht ist geboten, denn ein jeder falscher Schritt kann das auch sein, gnadenlos, das Ende jahrelangen Schaffens. Doch sind dir Glück und Muse hold, dann trittst auch du aus deinem Schatten. Hier sitzen drei Gestalten, hinter einem langen Tisch, die Tür geht auf, es wirbelt Staub, kritische Blicke, Auftritt, ich. Als allererstes möchte ich mich für diese Chance bedanken. Draußen sitzen viele mehr, die um ihr Schicksal bangen. Drum komme ich gleich auf den Punkt und will ihnen erzählen, warum sie gut beraten sind, mich für den Job zu wählen. Es begann als kleines Kind, ich lernte munter lesen und verschlang bald Bände voller wunderlicher Wesen, voller Helden, voller Schurken, voller Drachen, voll Magie, manchmal auch voll Politik und Altphilosophie. Immer wenn ich ein Buch gelesen, wenn ich den Deckel schloss, blieb eine leise Stimme in dem Innern von meinem Kopf. Stimmen der Helden und der Schurken sprachen zu mir durch meinen Mund. Am Anfang war das lustig und es ging auch ganz schön rund, doch es wurden immer mehr. Mit jedem Werk, das ich verschlang, entstand eine neue Stimme, ein Bewusstsein, neuer Drang. Nun schlagen mir nicht ach so schwer zwei Herzen in der Brust, vielmehr noch sind es tausend und die unbändige Lust, nein, der Drang, nein, das Bedürfnis, ihnen Ausdruck zu verleihen, bestimmt mein Leben, meinen Alltag, kurz und knapp gesagt, mein Sein. Jetzt kann ich Ihnen viel erzählen vom inneren Getöse, erlauben Sie mir deshalb nun, dass ich die Fesseln löse. Endlich ist meine Zunge frei von jedem Gottesbann. Wo Pudel durch die Keller tollen, erscheine ich dir als Mann, der schmeichelt, bietet, was er sagt, am Ende doch nicht meint. Man kennt mich als Mephisto hier, der Geist, der stets verneint. Und niemals da gelingt es, meinem Teufelswort zu trotzen. Und sollte es dir doch gelingen, sag ich nur. Sehr gut, Watson. Man geben mir die Pfeife und unlösbare Probleme. Aber, guter Mann, was soll denn diese Szene? Ihr Plan war halt ein schlechter Plan, da kann ich nichts dafür. Kommen Sie das nächste Mal am besten gleich zu mir. Ich löse jeden Fall mit großer Freude und Juhei. Und irre ich mich einmal, so sei mein Name Christian Grey. Lass dich von mir in einen Rausch der Sinnlichkeit versetzen. Ich verspreche, ich werde dich auch ganz wenig nur verletzen. Was ist das mit dem Kerzenwachs, hat dich doch nie gestört? Wovon sprichst du Safe Word? Hab ich noch nie gehört. Meine Zunge zuckt und peitscht in ständigem Gebrauch. Und wenn du aufschreist, flüster ich, sag, willst du es nicht auch? Drum folg nur meiner Stimme, dem düsteren Klang verbotener Triebe. Und wenn du mich nur lässt, geb ich dir Liebe, Harry, Liebe. Denn was der dunkle Lord nicht hat, das fürchtet er am meisten. Lausch also meinen Worten, die stets um die Wahrheit kreisten. Und haben sie dich oft verwirrt, hab ich das nie aus Spaß getan. Sei dir dessen sicher, wie ein Gefangener in Azkaban. Fresh Dumbledore, yeah. Drum reit dich gegen Troja an und schrei aus voller Lunge. Schau, Geppetto, schau, ich bin ein echter Junge. Smee, hör nur, das Krokodil, es kommt und will mich jagen. Ja, ich weiß, Herr Josef K., es waren viele Fragen, doch schenken Sie der einen letzten nur noch Ihr Gehör. Kann ich noch einen Teller Suppe haben, Sir? Dies ist mein Fluch.
Tag aus, Tag ein, ein Rausch für müde Sinne. Schauen Sie mich nicht so an, ich weiß schon, dass ich spinne. Und wenn das heißt, ich werde es nicht, gleich wieder meiner Wege gehe, so bitte ich Sie bloß einzusehen, dass ich hier nicht alleine stehe. Über meine Schulter schauen unzählige Gelehrte, mit unverfälschter Härte. Der fünfte Freund ergreift die Fährte, Sweeney Todd stutzt fremde Bärte. Knecht Ruprecht schwingt die Gerte auf die gute, altbewährte Art. Und Phileas Fogg, der Schnösel, tut, was vor ihm keiner tat. In 80 Tagen um die Welt, was für eine Errungenschaft. Nicht weit von ihnen sitzt Dostojewski, leidend in Gefangenschaft. Sie alle wollen das Wort ergreifen, alle wollen Sprache sein. Und dieser Job ist meine Chance, dem Irrsinn Ausdruck zu verleihen. Ich bin nur ein einsamer Idiot mit geistigen Problemen. Doch habe ich hunderte von Freunden, deren Stimmen in mir leben. Ein paar Gute, ein paar Böse, ein paar Schier und ganz Verrückte, ein paar Dumme, ein paar Schlaue, ein paar krampfhaft fast Verzückte. Gemeinsam erlegten wir den weißen Wal, besiegten graue Herren, ließen uns von Spielkartensoldaten vor verrückte Herrscher zerren, trugen Ringe, lösten Rätsel, schlugen Schurken, gaben Namen, warteten auf Fremde, die, wie Godot, dann doch nie kamen, erlebten tausende Geschichten in schwarzen Lettern auf Papier. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie in mir. Stille fasst den Raum. Ein leises Räuspern, Stühle rücken, Last auf meinen Schultern unter Eisern prüfend blicken. In der Sekunde, die nun folgt, kann mir niemand etwas sagen. Hat's den Herrschaften gefallen? Darf ich bleiben? Gibt es Fragen? Soll ich gehen? Es ist schon Dienstag. Huch, was ist hier gerade passiert? Und irgendwann, da kommt der Tag, wo es heißt, gut, Sie sind engagiert. Und wenn die Antwort doch nur lautet, nee, das ist uns nicht genug. Scheiß der Hund drauf. Wie ihr wollt, gehe ich halt heim und lese ein. Max Gebhardt aus Berlin, unser letzter Poet.